Dann freue ich mich, dass ich hier sein darf und reden. Und sorry for all English-speaking women and men that I will speak in Austrian language, because my English is not so good and I have to improve more. So I change the language now. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Konferenz und ich höre schon rein und weiß, dass Sie mit sehr viel technischen Inputs sozusagen in den letzten Stunden beladen worden sind und deswegen möchte ich es ein bisschen einfacher halten und Ihnen eine kleine Verschnaufpause geben und das große Ganze in den Blickpunkt zu stellen, nämlich darüber, worum es geht, um den Boden. Aber bevor ich mit dem Boden anfange, möchte ich Ihnen eine gute Nachricht sagen, nämlich wir sind viele und wir sind nicht nur viele hier in dieser Konferenz, sondern wir sind auch, also ich und Sie, Sie sind auch viele. Das heißt, die gute Nachricht ist, trotz dieser Vereinzelung, Zersplitterung und Individualisierung, die wir in unserer Gesellschaft und auch in der Politik sehen, sind wir selber mit sehr, sehr vielen Mitbewohnern, mit Untermietern besiedelt und nie alleine. Das liegt daran, dass wir als Vielzeller evolutionär schon immer Untermieter hatten oder Partner, muss man sagen, die uns geholfen haben, unsere Systeme, unser Blutsystem, unser Stoffwechsel, unsere Hormonsysteme zu verfeinern, zu verbessern, Arbeiten auszulagern. Und diese ganzen Mitbewohner, die wir nicht sehen, die aber da sind, nennt man das Mikrobiom. Unser größtes ökologisches eigenes System ist in unserem Darm. Also wir haben ungefähr im Darm 90% unserer Untermieter, unserer Mitbewohner und 10% auf der Haut, in den Haaren und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass wir mehr fremde Mitbewohner haben als eigene Zellen. Und das ist so spannend, weil diese Mitbewohner sehr oft nicht berücksichtigt werden. Und so wie es eben ist, wie wir diese behandeln, so behandeln sie uns. Je mehr verschiedene Familien sie haben, also angefangen von Bakterienarten, aber auch Hefen, Pilze, Archaeen, desto resilienter ist ihr ganzes Immunsystem und desto gesünder sind sie. Was man also heute weiß, seit ungefähr 20, 30 Jahren, gibt es die Mikrobiomforschung. Wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, das ist der Hot Shit in der Wissenschaft, die großartige Linksleistungen und Experimente macht und merken, wie sehr unsere Mitbewohner uns überhaupt beeinflussen. Nicht nur unsere Gesundheit, sondern sogar unser Denken, unseren Charakter in Mausexperimenten. Ob das jetzt eins zu eins von zu Menschen übertragen ist, das wird man sehen. Aber es gibt vielversprechende Experimente, Studien, die zeigen, dass das Mikrobiom sogar unsere geistige Gesundheit oder bestimmte Formen von Depressionen und Charaktereigenschaften beeinflusst. Das ist immanent spannend und interessant und führt mich zu dem Punkt, dass es wesentlich ist, diese stillen Mitbewohner, die wir haben, gut gefüttert werden. Denn nur wenn sie sie vielzellig, also gleichmäßig füttern, dann haben sie alle eine Chance. Und man hat festgestellt, dass Naturvölker bis zu 50% mehr Mikrobiomfamilien haben, also Bakterienfamilien, Arten, verschiedene, als zum Beispiel wir mit unserer Ernährungsweise von stark verarbeiteten Nahrungsmitteln, von eingeschränkter Auswahl, dass das sich niederschlägt und dass uns das letztlich nicht zugutekommt. Das ist mir als Köchin natürlich sehr wichtig zu erwähnen, dass es sehr einfach ist, ihr eigenes Mikrobiom zu stärken, dadurch, dass sie vielfältig und frisch und gut essen und dass sie sich klar machen, dass sie leben vom Lebendigen. Also unsere Lebensmittel müssen lebendig sein, möglichst nicht stark verarbeitet, damit wir unser eigenes Mikrobiom füttern und das wiederum durch Ausscheidungsprodukte und durch Tauschgeschäfte uns füttert. Das Tolle ist, dass wir auch ein Paradies haben und dass die Parallelität der Naturgesetze für uns genauso gilt wie für den Rest der Welt.
Also wenn wir jetzt in unseren Darm schauen und einen Sprung machen und schauen unter unseren Füßen, dann sehen wir das Gleiche. Ein Superorganismus, der, ich würde sagen, das letzte Paradies auf Erden, das nicht erforscht ist oder nur sehr, sehr wenig, wo eine ganze reichhaltige, vielfältige Welt wuselt und Tauschgeschäfte macht, sich arrangiert, einen Ausgleich, eine Schwingung versucht herzustellen zwischen Pilzen, zwischen Einzellern, zwischen Würmern, zwischen Nematoden und so weiter. Manches können Sie mit den Augen sehen, das meiste sehen Sie nicht. Und de facto wissen wir sehr, sehr wenig über die Zusammenspielarten dieser Natur, dieses Phänomens und genauso wie wir noch sehr, sehr wenig wissen über das Zusammenspiel in unserem Darm. Genau was passiert in unserem Darm, nämlich eine Verarmung durch falsche Ernährung, aber auch durch zu viel Stress oder durch eben eine schwerstverarbeitete Nahrung oder eine einseitige Ernährung, genau das passiert auch im Boden. Die Vielfalt des Bodens, dieser riesige Organismus, der sich über Milliarden Jahre entwickelt hat und von dem man für 2 Zentimeter Bodenaufbau bis zu 500 Jahre brauchen kann, ist in unseren Breitengraden und mit einer Verarbeitung in ein Ungleichgewicht geraten. Wir denken, dass der Boden eigentlich ein Gefäß ist, in dem man Nährstoffflüssigkeit kippen kann, also Stickstoff, Phosphor, Kali, um dann die Pflanzen, die darin zu wachsen, zu füttern und haben aus den Augen verloren, dass es nicht der Nährstoff ist, der die Pflanze füttert, sondern die Ausscheidungsprodukte und die Vielfalt des Bodens, die dann auch eine Pflanze und deren anderen Mitbewohner gesund und kräftig erhält. Ganz im Gegenteil, wenn wir etwas zufügen in den Boden, ohne genau dieses komplexe Zusammenleben wie in unserem Darm berücksichtigen, dann kippt es auf eine Seite und wir müssen diese Fehler korrigieren. Zum Beispiel zu viel Nährstoffflüssigkeit, zu viel Stickstoff, dann wächst die Pflanze zu schnell, hat aber natürlich nicht mehr Zellen, sondern die Zellen werden gedehnt, sie werden brüchiger. Sie knicken beim ersten Sturm schneller um und Insekten kommen leichter an den Pflanzensaft zum Beispiel. Was wir dann machen, wir machen dann einen Halmverkürzer und wundern uns dann, wenn dann die Pilze dann schneller in den Kopf kriechen können, weil eben dieser Meter fehlt von dem Halm, um es Pilzen zum Beispiel schwer zu machen. Gleichzeitig ist es so, dass wir noch nicht verstanden haben, wie komplex das Bodenleben ist. Sie haben sicher schon gehört von einem Pilz, den fast alle Bäume und die meisten Pflanzen brauchen, um ein stabiles Leben zu führen, nämlich der Mykorrhiza-Pilz. Das ist ein Pilz, der eine Symbiose mit den Wurzelspitzen eingeht und ein Tauschgeschäft mit der Pflanze macht. Dieser Pilz, der ist manchmal hunderte Kilometer kann der weit sein und ist sozusagen das World Wide Web für die einzelnen Pflanzen. Die Pflanzen verbindet, ihnen aber auch Nährstoffe herausholt, Mineralien, die sie selber nicht bewerkstelligen können und dafür den Zucker aus der Photosynthese an die Pilze abgibt, damit das eine Win-Win-Situation ist. Also dieses Leben unter der Erde ist so komplex, und das letzte Geheimnis genauso, wie wir nicht wirklich wissen, was in unserem Darm passiert. Was wir allerdings wissen, ist, dass evolutionär immer durch einen Fehler und ein Ausprobieren die Evolution sich so weit entwickelt hat, dass sie genau in eine Balance gekommen ist, um das Beste für uns zu tun und das Beste für das Bodenleben. Das ist eine ganz alte Geschichte, wenn wir sollten aufpassen, wenn wir in diese Mechanismen, in diese Ökokreisläufe eingreifen, was wir dann eigentlich tun. Und leider ist es so, dass bei den allermeisten Dingen wir eben nicht wirklich wissen, was wir tun. Wir sehen die Schäden und reagieren dann mit einer Symptombehandlung, aber dann nicht mit einer Korrektur der Ursache. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme überhaupt, dass wir den Ökokreislauf in kleine Schnipselchen verteilen und versuchen dann in jedem Schnipsel
sozusagen den irgendwie zu beeinflussen, dafür eine Lösung zu haben und außer Acht lassen, dass dieses Eingreifen von uns in dem nächsten Glied wieder einen größeren Schaden anrichten könnte. Das ist eben der Kreislauf des Lebens. Jetzt bin ich nicht nur Köchin und mir ist schon nicht nur die Vielfalt auf dem Teller enorm wichtig, der leider auch immer mehr abnimmt. Sie wissen das. Wir leben ungefähr von, sagt man so, 92-95% unserer Lebensmittel kommen alle indirekt oder direkt aus dem Boden. Und wir haben eine Ernährungsindustrie aufgebaut, die unsere Vielfalt der Nahrungspalette extrem eingeengt hat. Das liegt nicht nur daran, dass alte Sorten, alte Pflanzen, alte Rassen sozusagen kaum oder gar nicht mehr für die Allgemeinheit zur Verfügung ist, sondern das liegt eben auch daran, dass sehr viel industrialisiert, monopolisiert, nivelliert und dann formiert, hergestellt wird und da sozusagen viele, viele Geschmackseindrücke, viel Vielfalt auf der Strecke bleibt. Wie ich aber vorhin erwähnte, ist das aber immanent wichtig, wenn wir gesund bleiben wollen, dass wir vielfältig uns ernähren, aber auch gleichzeitig schauen, dass diese Vielfalt in der Natur erhalten bleibt. Nicht nur auf dem Boden, sondern auch im Boden und in unserem Darm. Das Zweite, was ich jetzt sagen wollte, ist, ich bin ja nicht nur Köchin und Imkerin und Bäuerin, sondern ich bin auch Europaabgeordnete. Das ist ein, wie ich dazu gekommen bin, muss man schon sagen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also das war nicht von mir geplant, aber es hat durchaus Sinn gemacht, dass ich das angegangen bin und dass ich angenommen habe, dieses Mandat, und bin fokussiert auf Ernährung, auf die Landwirtschaft. Ich bin im Agrarausschuss und im Umweltausschuss und das ist genau das Thema, wofür ich mich bemühe, um eine vielfältige Ernährung, um Ernährungssysteme und um eine Landwirtschaft, und da gehört Tierschutz dazu, aber auch genauso Antibiotika-Einsätze, denn wie Sie sich vorstellen können, wenn Sie Antibiotika, Breitbart-Antibiotika schlucken, dann ist dann nichts mehr, da lebt dann kein Bakterium erstmal in Ihrem Darm, da schaut es aus, als hätten Sie den Regenwald niedergebrannt, und ein bisschen ist es auch so, am Boden, wenn Sie also Pestizide auf den Boden schütten, die eine antimikrobielle Wirkung haben, dann vernichten Sie da auch sehr, sehr wichtige Mikroorganismen, die dafür da sind, das ganze Bodengefüge, den Superorganismus gesund zu erhalten. Im Europaparlament bin ich Schattenberichterstatterin der Farm-to-Fork-Strategie. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mit der Europapolitik so vertraut sind. Ich möchte kurz etwas dazu erklärend sagen, damit Sie nicht denken, wovon redet die Frau. Die Farm-to-Fork-Strategie, das ist eine Strategie von der Kommission 2019 vorgestellt worden, die zum ersten Mal in der EU die gesamte Lebensmittelkette in den Fokus nimmt. Also nicht nur bäuerliche Praktiken, sondern den Handel, die Kennzeichnung, aber auch die Emissionen, den Tierschutz, die Herkunftskennzeichnung und so weiter und so fort. In dieser Strategie hat das Europaparlament im Herbst letzten Jahres eine Meinung, also hat im Plenum abgestimmt, und jeweils einer von jeder Fraktion verhandelt diese Strategie für die eigene Fraktion, und das war ich im Umweltausschuss für die Grünen. Und zuallererst muss man sagen, dass das schon großartig ist, dass die Kommission gemerkt hat, ja, wir können nicht ein Glied aus dieser Kette nehmen, wir müssen diesen gesamten Kreislauf bedenken und verbessern und transformieren zu etwas Zukunftsfähigerem. In dieser Strategie selber gibt es ein paar Punkte, die sich auf den Boden beziehen, außer diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe. Das ist, dass wir anerkennen, dass Bodenschutz immanent wichtig ist, dass es ein Monitoring geben muss für den Boden, dass aber auch die Richtlinie für das heißt SUD, Sustainable Use of Pesticides, überarbeitet werden muss, dass der Boden, also dass man 50%
Nährstoffverluste, dass man das vermindern muss, dass man 50% weniger Antibiotika einsetzen sollte, nämlich nicht nur in irgendwelchen Spritzmitteln, sondern eben auch zum Beispiel durch die Kuh und deren Mist oder durch die Gülle kommen ja auch multiresistente Keime in den Boden. Und das ist übrigens die nächste große Befürchtung, die ich habe. Das wird ein größeres Unglück sein als Covid, das je könnte, weil multiresistente und mittlerweile auch schon panresistente Keime auf dem Vormarsch sind. Desgleichen gibt es im Farm to Fork einen Absatz, wo steht, wir müssen wegkommen von der Abhängigkeit vom Mineraldünger und wir müssen auch Phosphat und Stickstoff einschränken und die Nährstoffkreisläufe schließen, den Verlust schließen und zum Beispiel auch Leguminosenanbau fördern und vielleicht auch belohnen. Dies alles steht in der Strategie drinnen, wie zum Beispiel auch das Schulessen, also das Förderprogramm für Schulmilch und Obst und Gemüse nochmal anders aufzustellen, denn es ist heutzutage nicht drinnen, dass am besten natürlich das Obst und das Gemüse aus dem ökologischen Landbau kommen sollte und am besten frisch. Und wenn man schon Milch fördert, weil es gesund ist, dann doch vielleicht nicht eine gezuckerte Vanille- oder Erdbeermilch. Also da ist viel, viel Potenzial in der Farm to Fork. Deswegen ist es auch das Herz des Green Deals drinnen, um zu einer nachhaltigen Lebensmittelwende und von einer Landwirtschaftswende zu kommen. Allerdings gibt es noch, es wird alles in einzelne Paragraphen unterteilt und das wird alles verhandelt. Und es ist jetzt so, dass es ja also diesen sogenannten Trilog gibt. Also da verhandelt dann am Ende jeder von der Kommission, der Rat, das Europaparlament macht seine Meinung und trifft sich dann und geht dann in Verhandlungen. Einzelne von diesen Paragraphen, die ich gesagt habe, von diesen Vorhaben, werden in dieser Legislaturperiode noch verhandelt, sind aber noch nicht verhandelt. Gleichzeitig gibt es, was das Boden anbelangt, eine Bodenrichtlinie, was extrem wichtig ist, weil das Parlament also und die Kommission bis jetzt nicht geschafft haben, eine nachhaltige Bodenrichtlinie zu machen. Das soll noch 2023 passieren. Das ist schon mal gut, dass es eine geben soll, aber wir und meine Fraktion schauen immer mit Argusaugen darauf hin, ja, der Wille ist gut, aber bringt es auch tatsächlich eine Veränderung mit sich? Ist es tatsächlich dann am Ende auch Bodenschutz? Ändert man vielleicht auch bestimmte Landwirtschaftsmethoden, um nachhaltiger und stabiler zu werden? Denn wir wissen, wir leben von unserem Boden und Landwirte sind in erster Linie natürlich angehalten, ihren eigenen Flächen fruchtbar zu halten und vielfältig, um dann selber auch eine ökonomische Zukunft zu haben. Sie wissen aber auch das, und darüber will ich jetzt nicht reden, dass es sehr, sehr kompliziert ist und wer die großen Player sind heute in der Landwirtschaft und dass es nicht so einfach ist, das Gute zu bewerkstelligen. Das liegt zum Teil auch an meiner Meinung nach falschen Subventionssystem, aber es ist eine Chance und wir müssen jetzt etwas ändern, wenn wir überhaupt eine Zukunft haben wollen, wenn wir frische, gesunde Lebensmittel haben wollen, die vielleicht nicht verseucht sind, wenn wir unvergiftetes Wasser haben wollen, denn der Boden hat auch eine ganz wichtige Wasserfilterfunktion und eine Wasserspeicherfunktion und könnte uns resilienter machen für Wetterextreme, die ja vor der Tür stehen. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Geistig und politisch so komplex wie unser Mikrobiom in unserem Darm und unterm Boden. Wir verstehen immer besser die Zusammenhänge, sind aber weit davon entfernt, wirklich alles im Fokus zu nehmen. Deswegen ist mein Rat, orientieren wir uns an der Natur und glauben nicht, dass wir als Einzige gesund bleiben werden, wenn die Natur krank ist. Und deswegen begrüße ich sehr die Initiative, Netzwerke zu machen, Leute zu verbinden, Vorschläge zu machen mit Best-Practice-Beispielen, die einen Schritt weitergehen und auch Mut machen und sagen, ja, so geht's. Es kann gehen, wir können es schaffen und wir werden es schaffen. Und jetzt stehe ich gern für einige Fragen zur Verfügung und hoffe, dass ich sie Ihnen antworten kann.
Tja, jetzt habe ich keine Response von hier von jemanden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt interpretieren soll. Ich warte jetzt einfach. Gut, bevor ich Sie vielleicht nicht lang gelangweilt vor dem Computer sitzen lasse, könnte ich noch eine wichtige Verordnung erwähnen, die Kommission gerade verhandelt im Trilog, nämlich die Verordnung des SAIO. Moment, jetzt kriege ich eine Nachricht. Okay, ich höre gerade, dass ich die Moderation nicht hören kann. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Vielleicht schreibt man mir im Chat, ob ich den Mund halten soll oder ob ich noch mal was sagen soll. Ich habe gehört, bis jetzt gibt es keine Fragen. Das ist auch ein. Ach so. Jetzt können wir auf das Subventionssystem einwirken. Wie stark sind die verschiedenen Lobbys? Ja, man muss sagen, dass die Agrarlobby tatsächlich eine der ältesten Lobbys überhaupt in der EU ist und dass die kräftig, kräftig mitmischt. Und ich muss schon sagen, für mich als naive Neopolitikerin doch auch sehr zu meiner Empörung zum Teil, denn weil es Strategien gibt, wo einfach auch COPACOCEGA, also der Europäische Bauernverband, Abgeordnete beeinflusst, Fragen vorbereitet, die dann auch tatsächlich eins zu eins so gestellt werden, also Änderungsanträge durchkriegt oder eben eine Strategie macht, zum Beispiel um die Farm to Fork zu boykottieren, damit nicht im Sinne für die Farm to Fork abgestimmt werden, weil zum Beispiel der Europäische Bauernverband keine verbindlichen Reduktionsziele haben möchte. Also die Strategie ist, ja, wir anerkennen, wir müssen nachhaltiger werden. Aber bloß keine Folgen daraus. Ich denke, das ist nicht zukunftsweisend und das ist ein bisschen zu kurzsichtig gedacht, weil wenn wir als Bauern, ich bin ja auch eine Bäuerin und auch konventionelle Bauern, nicht anerkennen, dass wir dringend Transformationen brauchen, dann ist doch die Zukunft, die schon vor der Tür klopft und rein Einlass möchte, künstliche Surrogate, so wie In-vitro-Fleisch und alles, wo man sagt, ach, das Tolle ist, wir brauchen ja gar keine Bauern mehr. Wir brauchen auch keine Tiere mehr. Wir müssen noch nicht mal Naturschutz machen, weil wir ja jetzt ein 3D-Druckeressen haben oder eben Surrogate, die so tun, als wären sie ein Ei und ein Fisch. Insofern ist es einfach notwendig, dass wir das alles bedenken und verändern zu unser aller Wohl. Subventionen, da ist natürlich in erster Linie die GAP, die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Ich sage nur ein Beispiel. Ich weiß nur nicht, wie gut Sie informiert sind in der EU-Politik. Deswegen hole ich immer ein bisschen auf. Verzeihen Sie mir das, aber ich würde gerne alle mitnehmen. Heute ist es ja so, dass zum Großteil Fläche subventioniert wird. Also hast du viel, wird dir viel gegeben. Wurscht im Prinzip mit Ausnahmen oder mit Einschränkungen, wie du den Boden behandelst und wie du die Tiere behandelst. Und das gehört abgeschafft. Nach dem Leitsatz, das Gute gehört belohnt, das Schlechte gehört abgeschafft. Jetzt ist es so, dass man sagt, ja, es gibt viel Schlechtes, aber wir belohnen schon das weniger Schlechte. Ich denke, wir müssen radikaler denken. Gute belohnen, das Schlechte, wenn schon nicht bestrafen, dann nicht schon unterstützen. Dann gibt es noch eine Frage. Gibt es Untersuchungen, die belegen, dass auf gesundem Boden tatsächlich gesündere Lebensmittel wachsen? Wo findet man diese? Ich habe gerade ein Positionspapier gemacht, Lebensmittelqualität konventionell versus Bio. Es gibt zum Beispiel eine ganz neue Untersuchung zum Mikrobiom auf und im Apfel. Und da hat man festgestellt, dass vielfältiger ist auf Bio-Äpfel als in konventionellen Äpfel. Und das ist wiederum wichtig für ihr eigenes Mikrobiom und für das Mikrobiom der Natur. Das ist das eine. Es gibt aber auch, natürlich muss ich sagen, wenn Sie sehr viel Stickstoff auf Gemüse
wie sagt man so schön, düngen, dann ist es schon so, dass es natürlich mehr Wassereinlagerungen gibt und der Geschmack sich auch verändert. Auch der Geschmack verändert sich auch, womit sie Tiere füttern. Selbst der Milchgeschmack verändert sich. Bei Eiern wissen wir das ja eh. Ich sage da nur das Fischmehl. Also es gibt natürlich sowas wie subjektive Parameter. Es gibt aber tatsächlich auch Hinweise und Untersuchungen, dass zum Beispiel in Biomilch mehr Omega-3-Fettsäuren sind. Also es gibt tatsächlich Studien, wissenschaftliche, die belegen, dass Bio-Lebensmittel, sagen wir mal, sehr, sehr oft mehr Qualität haben. Ich lasse Ihnen da gern mein Positionspapier zukommen, wenn Sie an mein Büro im Europaparlament schreiben, um dann gern weiter zu diskutieren per Mail oder wie auch immer. So, jetzt gibt es. Moment, da muss ich mal schauen, was jetzt kommt. Gut, es steht in einer Minute, geht die Sitzung zu Ende. Also wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne an mein Europaparlament. Ich versuche, die zu beantworten. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Konferenz. Ich danke, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Pause mit den ganzen technischen Details, die jetzt sicher noch auf Sie warten, aber vielleicht auch nicht, geben, und wünsche Ihnen eine schöne Restwoche.